Naja, und jetzt ähnlich ist es bei physikalisch-mathematischen Aufgaben. Die kann man auch fast ohne Ahnung lösen. Fast. Also man sollte wenigstens ein kleines bisschen schreiben können. Mehr ist nicht nötig. Nehmen wir mal Folgendes an. Wir haben einen Text vor uns und haben uns rausgeschrieben. Hier, ich erinnere nochmal, Textaufgaben, das sind im Prinzip Sachaufgaben, Textaufgaben. Ich schreibe mal einen kleinen Sach. Oh, pff, na. Sach- bzw. Textaufgaben. Ne? Das ist das alles nur. Wenn es um irgendeine Sache geht, um irgendeinen Sachverhalt, das passiert natürlich auch in der Physik. Und ohne Ahnung, die Schüler konnten es noch nicht. Also die hatten noch nichts mit Strom und Spannung und so einem Kram zu tun. Haben sie aus folgendem Text was herausgeschrieben. Ich nehme jetzt mal ganz schnell ein Beispiel und zeige mal, dass das auch ganz leicht geht. Das war in der 7. Klasse, wie gesagt, ohne Ahnung. Und da haben wir Folgendes gemacht. Und zwar, ich hatte gesagt, ein Mechaniker in einer Werkstatt muss Radmuttern festziehen und das mit einem Drehmomentenschlüssel. So, das Wort Drehmoment, das steht jetzt im Text, ich habe es jetzt eben gesagt. Drehmoment, wenn man in Tafelwerk und Formelsammlung nachguckt, sieht man, dass das Drehmoment den Buchstaben M hat. M wie Momentum. So, und der Mechaniker wurde angewiesen, mit 80 Newtonmetern die Radmuttern festzuziehen. An seinem Drehmomentenschlüssel, da stellt er die 80 Newtonmeter ein und dann macht er, wenn er richtig Kraft drauf gibt auf die Mutter, macht es Knick und dann weiß er muss aufhören. Er muss also nicht lesen, sondern er muss bloß drauf lauschen, ob das Ding Klick macht. So, mit 80 Newtonmetern. Jetzt überlegt er aber, Donnerwetter, 80 Newtonmeter, der Hebel ist ja lang, L wie lang, nur 0,5 Meter. Das könnte, na, hoffentlich reicht meine Kraft, sagt er sich. Und da er sich selber fragt, was ist also gesucht? Es ist die Kraft, F wie Force, gefragt. So. Und jetzt guckt er wieder in seine Bibel. Also, alle möglichen Berufe haben ihre eigenen Formelsammlungen. Und jetzt sieht er hier verdammt nochmal, R ist U durch I. Und jetzt muss er eigentlich nur eins machen. Und ich werde das mal highlighten und zwar in, ja, in diesem Blau, in diesem Türkis. Und jetzt guckt er sich an und sagt, R, nee, hier habe ich ein M. Wo ist irgendwas mit M? F habe ich hier. Ja, F ist gesucht. F, blöd. Hier ist ein F, F1, F2. Ach Mensch, hier ganz oben. Hier. Diese Formel, dieses F muss drin sein in der Formel. Das ist zwar auch hier woanders drin, aber es muss auch das M und das L in der Formel enthalten sein. Ich mache jetzt mal L. Gelb. Ja, hier ist zwar auch ein L, hier auch, aber dafür ist kein M drin. Und das M werde ich nämlich auch noch gleich finden. Und in der Formel MSF mal L, da steckt das drin. Und jetzt mache ich das noch hier in Ocker. Das M steckt hier drin. Wenn ich alle drei Größen, die gegebenen und die gesuchte, wobei das könnte auch ganz anders sein, aber ich muss eine Formel finden, wo alle drei Größen drin enthalten sind. Und wenn ich die hier rausgeschrieben habe, mache ich Folgendes. Ich schreibe die Formel eiskalt ab, nämlich hier aus der Formelsammlung. Die habe ich jetzt hier mal verkürzt dargestellt. Ich schreibe einfach hin, M ist gleich F mal L. So, jetzt habe ich die, kann ich das Formelsammlungsbuch weglegen und kann jetzt sagen, so, und was ist M wert? Naja, das hier, das, diese 80 Newtonmeter, hier, das. Und das schreibe ich hier hin. 80 Nm. Ich muss nicht mal wissen, die Schüler wussten übrigens gar nicht, was Nm heißen sollte. Das haben wir dann erst rausgekriegt, Newtonmeter. Jetzt gucke ich F, 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 F. Ach, F weiß ich ja nicht. Na, dann muss ich es abschreiben. Hier. Dann schreibe ich mir ein F hin und schreibe das mal ab. Und jetzt gucke ich nach dem L. Und das L werde ich dann highlighten, sonst in gelb geschrieben sieht es zu, ist zu lächerlich. L ist, was ist es wert? 0,5 Meter. 0,5 Meter. Ach ja, ich wollte es ja highlighten mit gelb, damit wir wissen, das ist das. Ich habe also praktisch nur geguckt, ja, eine Formel abgeschrieben und habe geguckt, was sind, welche Werte habe ich schon? 80 Nm, hier diese 0,5 m wie Meter und weil ich F nicht weiß, schreibe ich F hin. Wie hier oben nachgucken, wie löst man Gleichungen? Man guckt, was stört. Ich möchte ja das F hier alleine stehen haben, hier in dieser Formel. Da möchte ich, dass F alleine steht. Also sage ich, okay, was stört hier? Das F soll hier stehen. Stehen bleiben.
Es stört mal 0,5 Meter. Gegenteil machen auf der nächsten Zeile durch 0,5 Meter. Ich gehe jetzt nicht mehr auf die Erklärung ein. Bitte beim Gleichungen lösen nachgucken, weshalb man diesen senkrechten Regiestrich macht und dann immer das Gegenteil, weil es sich wegkürzen wird. Jetzt wird auf beiden Seiten durch 0,5 Meter geteilt. Bedeutet, ich schreibe jetzt in Schwarz weiter. 80 nm geteilt durch 0,5 m ist gleich. Und jetzt steht hier f mal 0,5 m, das stand von vorher da, durch 0,5 m. Das spart man sich dann, weil man das ja sowieso deswegen macht, weil sich die 0,5 durch 0,5 herauskürzen lassen und die m's auch. Das heißt, auf der nächsten Zeile, immer schön zeilenweise arbeiten, steht mein f alleine. Jetzt gucke ich mir die linke Seite an. M und M gehen beide durch M, bleibt nur 1 übrig. Und 80 durch 0,5, jetzt kann ich einen Taschenrechner bemühen. Oder ich nehme einen Trick und erweitere mit 2. Zweimal, zweimal. Warum? Weil ich dann unten 2 mal 0,5, das kann ich durch 1 ersetzen. Und etwas durch 1 teilen ist egal. 2 mal 80 ist 160. Und nicht vergessen, das N dahinter zu schreiben. Denn das ist ja auch nicht durchgestrichen, sondern noch gültig. Und ich habe automatisch, ohne dass ich Ahnung habe, 160 N ist gleich die Kraft stehen. Also, jetzt kommt die Antwort, aber das ersparen wir uns jetzt hier, sonst wird das Video zu lang, unnötig lang. Antwort schreiben, tralala, 160 Newton beträgt die Kraft. Übrigens, das entspräche ungefähr der Gewichtskraft, die ein 16 Kilogramm Gewicht ausübt. Und das schafft so ein stabiler Mechaniker schon. Das war typisch Physik. Ich könnte jetzt noch andere Aufgaben mit diesen Formeln hier machen. Es bleibt immer dasselbe. Formel abschreiben, Werte einsetzen, gucken, was muss alleine stehen bleiben. Hier ist es das F. Ich mache es, highlighte das nochmal. Hier das F, hier steht es noch und hier steht es noch. Das F, das kann ich immer erst dann irgendwelchen anderen Sachen zuordnen. Und dann einfach euer Ding machen. Guckt euch das Video nochmal an, macht nochmal Schritt für Schritt alleine, versucht es mal mit anderen. Vielleicht machen wir noch ein Übungsvideo. Ach ja, machen wir noch, aber dieses schließe ich jetzt erstmal ab. Also es geht im nächsten Teil nur noch um Übungen und ich werde mich hier auf diese Formelsammlung beziehen.